Yara Brunsbuttel ist eine 40 Jahre alte Anlage. Wir produzieren Ammoniak, einer von den größten Anlagen in der Welt, und Harnstoff, beides für den industriellen Markt. Ungefähr die Hälfte von unserer Harnstoffproduktion benutzen wir für Harnstofflösung, auch genannt als AdBlue. Die neue AdBlue-Anlage hat eine Kapazität von 1,1 Millionen Tonnen und kann bis zu 500.000 Stickoxid entfernen. Wir haben hier etwa 220 eigene Mitarbeiter und im täglichen Geschäft auch 150 Fremdfirmenmitarbeiter, die ihr täglich Brot durch den Standort verdienen. Dieses Werk schafft und sichert Arbeitsplätze für alle. Man fühlt sich hier sicher, dass man lange einen Job hat. Und seit Ende der 70er Jahre werden hier jährlich Ausbildungsplätze geschaffen, um jungen Leuten hier eine Ausbildung zu ermöglichen. Der Vorteil von unserem Standort ist, dass wir an unserem Hafen große Seeschiffe verladen können, die für den Transport auch über See nach Amerika gedacht sind. Through collaboration and teamwork, the Brunsbuttel land has been able to develop new and important products for Yara and also been able to significantly increase the production capacity over years. Da wir auch in Zukunft uns gegen unsere Konkurrenten am Markt etablieren wollen und wir uns dadurch verändern müssen, um auch in Zukunft stark am Markt dazustehen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende im Moment an dem YPS-Prozess. Durch eine gute Zusammenarbeit und eine kontinuierliche Verbesserung hat die Belegschaft das Werk immer wieder verbessert. Das einzigartige Werk Brunsbüttel ist, dass die Leute, die hier arbeiten, sich stetig selbst neu erfinden. Sie stellen sich jeden Tag selbst auf die Probe. Projekte, man muss wettbewerbsfähig sein, konkurrenzfähig sein. Die letzten Jahre haben gezeigt, durch wachsende Rohstoffpreise, dass man was machen muss. Und die Umrüstung von Erdöl auf Erdgas hat in dem MPG-Projekt das gezeigt. Vor einigen Jahren haben wir in der Synthese ein Upgrade gemacht, dass wir die Produktionszahlen erhöhen konnten. Die Harnstoffanlage wurde öfter umgebaut und erhöht. Sicherheit ist Priorität Nummer eins und ein integrierter Teil unserer Arbeitsweise. Entscheidend ist, dass jeder jeden Tag nach Hause kommt, gesund zu seiner Familie. Wir hatten große Aufgaben zu bewältigen, das MPG-Projekt und jetzt aktuell das Erwan-Projekt, die wir mit unserer kleinen Belegschaft nur zusammen gestalten können und ausführen können. Anders würde es nicht funktionieren. I strongly believe that there is a bright future for the Brunsbuttel site. The competence and the fighting spirit of the people here in Brunsbuttel make me believe that this is a site which will produce into the long future.